Namaste, meine lieben Löwekinder, an die Neuen. Herzlich willkommen, Janine hier. Meine Readings sind für alle, die lernen und heilen wollen und ihre Geschichte an sich ein bisschen besser verstehen wollen in dieser verrückten Zeit. Ja, wir gucken nach Lösungsansätzen. Ich schaue dann auch in Liebe rein. Kann sein, dass das schon deine Geschichte ist. Umso schöner für dich. Kann sein, dass du dich hier ansatzweise nur wiederfindest, aber du ganz bestimmt von irgendeinem Kartendeck den richtigen Impuls kriegst. Wir versuchen immer so gut wie möglich, alle, die aufrichtig an sich arbeiten wollen und weiterkommen wollen, ja, aus dieser echt ätzenden Stagnation und hoch und runter rauszukommen, wieder in Balance kommen wollen, dass wir für alle etwas hier haben. Okay, also gerne ein bisschen dabei bleiben. Das Erste, was Spirit mir gesagt hat für euch, speziell Löwekinder, unabhängig von den Karten hier, ist aufpassen vor übermäßigem Genuss. Wir sind jetzt im Juli und August, ja, auch für euch gilt es jetzt über einen Zeitraum von 2 Monaten. Und Völlerei, also da ein bisschen aufpassen könnte ein bisschen tricky werden, vor allem im Juli. Ich höre gerade das Wort Disziplin, ja. Mögen wir alle nicht das Wort, aber das wird euch gut tun, falls ihr wirklich in die Balance kommen wollt. Ihr wisst es auch, ja? Also für irgendjemanden ist das wichtig. Und was noch für euch durchkam, war nicht in die Bequemlichkeit gehen, also nicht überhand nehmen lassen, ja? Halte dich körperlich ein bisschen jetzt mehr in Form. Es ist sehr spannend. Ich hatte davor die Schützekinder und bei ihnen ging es mehr in die spirituelle Richtung. Ja? Bei euch merke ich, dass es mehr in die Erdung geht, runter, down to earth. Zumindest jetzt bei der Aussage. Also, lasst uns loslegen, ihr Lieben. Ob du das bist, ein Gegenüber ist, was auch immer oder ihr beide, du weißt Bescheid, du pickst dir deine Geschichte aus, die kennst du am besten. Hier hält jemand fest. Vermutlich hält jemand hier auf etwas Materielles fest. Oder für andere kann es aber gut möglich sein, an einem bestimmten Glaubenssatz, wie jemand oder etwas sein sollte, sich verhalten sollte, dir gegenüber und generell. Ja? Mit dem Hierophanten. Das ist die 5 und das ist auch die Challenge. Sehe ich, dass diese Denkmuster echt veraltet sind in Bezug auf eine bestimmte Situation, wo es stagniert. Ob es Liebe ist, du mit dir, mit deiner Umgebung, in der Familie, wie auch immer. Und dass die Notwendigkeit, um seinen Wunsch, sich zu erfüllen, diese Situation zu heilen, wiederum die Notwendigkeit braucht, sich mit Spirit zu verbinden. Das ist ganz, ganz klare Botschaft für diejenigen, mit denen ich jetzt arbeiten darf und die echt vorwärts kommen wollen. Loslassen. Die fällt gleich runter. Spirit zeigt mir das. Hier gebärt nichts Neues. Hier hängt jemand, ne, zweimal im Grunde genommen. Dieses Weggehen, die 4 der Münzen und die 6 der Schwerter, also Kopfkino auch. Weiter, wieder, nicht vorwärts kommen. Die Challenge, loszulassen, was einfach gerade stagniert. Dein Kelch ist da, viel größer und viel bunter. In Bezug auf Wunscherfüllung, was auch immer es ist, Partnerschaft, ja, und Geduld. Und dann kommt es. Schön, okay. Kleine Challenge hier auch für euch. Lass uns schauen, okay? Lass uns gucken, generell noch ein bisschen mehr für euch. Da hält jemand fest und deswegen passiert das nicht. Ich zeige euch nochmal die Karten. Ja? Der Hierophant, der weiß ganz genau, ich sitze hier für mich geerdet, und bin aber mit dem Licht verbunden. Ich kenne den Weg zu meiner Wunscherfüllung. Schaut euch an, wie die Karten sprechen. Er weiß es. Er hört auf seine Intuition, sitzt gelassen da, hat die Geduld. Und er lässt nämlich auch Glaubenssätze los, die veraltet sind und überdenkt neu. Es ist sehr, sehr viel
Bewegung bei uns allen gerade da. Ja, lass uns weiterschauen. Machen wir das so, damit ich nicht durcheinander komme, wie es war. Es sei so gut. Für meine Löwekinder, Juli, August bitte. Für diejenigen, die es am meisten brauchen und auch wollen. Danke. Schön, der Kojote, die vier. Vertraue göttlichen Umwegen. Und das ist das, weil die Karte ist mir so rausgesprungen gerade. Normalerweise lese ich nie so weit, aber manchmal habe ich den oder kriege ich den Impuls. Das ist, es kann auch sein, dass du es mit einem Schützen übrigens zu tun hast, weil ich habe, wie gesagt, gerade Schütze-Reading gemacht. Falls es um ein Schützekind geht, gerne anschauen. Ja, die hatten nämlich auch den Hierophanten und sie hatten auch euch mit drinnen involviert. Nur falls für den einen oder anderen hier. Also, die göttlichen Umwege, Löwekind. Juli, August. Ich glaube, dass du ein bisschen Geduld haben darfst, auch dich selber ausbalancieren kannst. Das ist nämlich die Geduldskarte. Die lassen wir mal hier, weil die ist ausschlaggebend für euch. Dich selber ausbalancieren, das zeigt man ja hier ganz deutlich mit dem Hierophanten, ne? Also, das ist so ein altes Denkmuster, wie jemand sein soll, wie etwas zu dir kommen soll, sich verhalten soll, wie auch immer. Schöne Geschichte, weil jetzt kannst du dich entspannen. Falls du hier reingehörst, ist Spirit wirklich voll dahinter und sagt dir, ey, mach dir keine Sorgen. Der Coyote bringt dich in die Vier und der Coyote, sein Spirit, sein Geist, hilft dir, kannst dich gerne mit ihm verbinden, auch auf die göttlichen Umwege vertrauen. Das hat alles seinen Sinn, weswegen etwas Bestimmtes noch nicht da ist oder jemand Bestimmtes noch nicht da ist. Ja, ich glaube, bei dir ist hier energetisch einiges, was ich noch ein bisschen gerne was ausgeglichen werden darf. Okay? Lass uns einfach generell weiterschauen. Lösungsansätze, was vielleicht noch für dich wichtig ist in den kommenden zwei Wochen und zwei Monate, Entschuldigung. Und die Geduld ist auch die Herausforderung. Ich meine, du bist auch ein Feuerzeichen und die Mäßigkeitskarte zeigen sie mir und grinsen gerade. Aha, weil ich am Anfang gesagt habe, ne? Aufpassen vor übermäßigem Genuss, das ist diese Mäßigkeit. Ich glaube, du darfst dich da ein bisschen ausgleichen, erstmal bevor etwas zu dir kommen darf. Ja, gerade ein Rabe geflogen, auch bei euch, bei den Schützekindern auch. Juli, August, bitte. Was ist wichtig für die Löwekinder zu wissen? Und die 5 ist eben die Herausforderung. Ja, ein bisschen ungeduldig. Deswegen sagen sie auch, vertrau den göttlichen Umwegen, bitte. Ja, das ist dieser innere Frieden und nichts anderes ist das. Wenn ich dir diesen Tipp geben darf, versuch wirklich jetzt ein bisschen mehr auf deinen Körper zu achten. In dem Moment wirst du auch wirklich mehr in deinen inneren Frieden gehen. Wirst gestärkter sein, dementsprechend auch genau diese Energie haben, die du brauchst, um etwas oder jemanden wieder oder neu in dein Leben zu ziehen. Und das ist so deine Hausi. Wir haben alle gerade Hausi, so ist es nicht. Ja? Wir wollen unsere Energie ja ändern, damit Neues kommen kann. Also, göttliche Umwege, Ortswechsel. Einige dürfen sehr, sehr gerne ein paar Tage auch gerne weggehen. Bei einigen könnte es tatsächlich auch Therapie sein, einfach eine Woche, Therapiezentrum, was auch immer, ob das Ernährung ist oder ne, bei Therapie klingelt es bei dir, falls es der Fall sein sollte. Einfach oder einfach mal ein, zwei Tage weg, bei einigen vielleicht sogar Umzug und das wisst ihr auch, dass es vielleicht in diesem Jahr schon anstehen darf. Ich glaube aber eher, weil die Karten der Feen miteinander sprechen gerade, ist, dass ein Ortswechsel dir gut tun würde. Und wieder weist mich Spirit auf den Anfang hin, dass du wirklich aufpassen sollst auf diese Bequemlichkeit, also zu sehr rumhängen in den gleichen Orten am gleichen Tag. Also diese Alltagsroutine zeigen sie mir. Ja? Und wir reden nicht über nächste Woche, ihr Lieben, okay? Wir reden über 8 Wochen. Das heißt, super, super gerne in 2 Wochen, wenn du merkst, ey, geil, das ist echt so meine Geschichte irgendwo, gerne in 2 Wochen oder einmal die Woche dir dieses Reading einfach anhören, weil es genau dein
dein Kompass ist für die nächsten 2 Monate, die dich ein bisschen unterstützt. Ja, man vergisst immer die ganzen Sachen. Spirit, sei so gut. Was noch, bitte? Danke dir. Charoit, spiritueller Schutz. Sie werden behütet und beschützt, körperlich, ne? Das ist wirklich ein Thema bei euch, emotional und energetisch. Schöner Stein. Für eine kleine Gruppe kann es gut möglich sein, dass du mit einer bestimmten Person, dass ihr jetzt getrennt seid, um beschützt zu werden, weil sowohl diese Person und du erstmal heilen müsst, weil ihr ansonsten, sie zeigen mir den Teufel, ja, und zwar nicht erschrecken, aber einfach, das ist etwas Toxisches gerade. Es ist zu toxisch, damit sich das weiterentwickeln kann. Eine kleine Gruppe, aber wichtig und deswegen auch diese göttlichen Umwege. Ja, ansonsten generell wirst du jetzt beschützt. Hab keine Angst und hab keine Angst, auch weiterzuziehen, höre ich gerade. Okay. Eine kleine Gruppe könnte körperliche Symptome haben. Macht dir da nicht so viele Sorgen, ja? Ist wichtig, die Karte, für viele von euch. Du wirst gerade beschützt von bestimmten Menschen. Ich glaube, bei einigen von euch ist es einfach so, dass bestimmte Menschen sich entweder von euch abgewandt haben oder ihr merkt, dass ihr zu bestimmten Menschen gar keinen Draht gerade habt und ihr macht euch zu viele Gedanken darüber. Und Spirit will euch sagen, das ist okay so. Das ist einfach nur zum Schutz aller. Ja? Dass es im Moment nicht sehr förderlich ist, dass man miteinander jetzt irgendwie verkehrt. Ich meine, bei dir kommt ja auch dieses, ne, dass du dich selber ein bisschen heilst. Ja, himmlische Zeichen, das kriegen so viele jetzt gerade. Du kriegst in den kommenden 2 Monaten, die nächsten 2 Monate werden magisch und zwar wirklich auf deine Wunscherfüllung. Und es ist die Heilungskarte auch, Löwekinder, ja. Und das wundert mich nicht, weil diese 2 Energien, die sind semi-optimal, ne? An irgendwelchen alten Glaubenssätzen oder an materiellen zu sehr festhalten einfach. Ist ein alter Glaubenssatz, den darfst du dir gerne nochmal anschauen. Dankeschön. Gesundheitspflege, ihr merkt das. Ich weiß, wir wollen es nicht hören, aber wie ich es wieder auch bei euch gerne sagen, ihr landet nicht umsonst hier. Ja, ich erzähle euch nicht Sachen, die ihr hören wollt, sondern sollt, damit ihr weiterkommt. Wir wollen ja alle weiter. Wir wollen alle in den Frieden. Ne? Wir wollen alle dahin. Ausgeglichen sein, beschützt sein. Und wirklich unsere Wunscherfüllung und die Heilung, dass sie passiert. Meine Löwekinder, Mut. Hatten die Schützekinder übrigens auch. In einem anderen Kartendeck, aber trotzdem. Himmlische Zeichen, Änderung der. Sei mutig auch bei der Änderung der Gesundheitspflege. Lass uns mal gucken jetzt. Liebe. Sei mutig auch, Ortswechsel, ja. Du wirst dazu auch gepusht. Löwekinder, bitte. Achte auf die Warnsignale, die Zeichen warnen dich. Das ist für die Gruppe, sagen sie mir gerade, ja, wo ich das gesagt habe mit dem spirituellen Schutz. Vertraue göttlichen Umwegen. Vertrauen ist ein großes Thema. Die Karte lassen wir auf jeden Fall da. Was noch, bitte? Löwekinder, bitte. Du kriegst auch entweder Träume oder Zeichen an sich. Vielleicht hast du auch körperliche Beschwerden und dann weißt du auch, okay, ich darf jetzt, ja, auf Alkohol ein bisschen aufpassen, Drogen aller Art ein bisschen aufpassen, mein Essen aufpassen, mehr sportlich mich betätigen. Ja, dein Körper redet mit dir gerade. Und das ist so dein Ausgleich, den du machen darfst jetzt erstmal, bevor vielleicht etwas Neues kommen darf. Du verdienst es, geliebt zu werden, du bist liebenswert. Und schon wieder die Schützekarte. Irgendwas ist hier heute bei irgendjemandem zwischen Löwe und Schütze auf jeden Fall. Also du bist liebenswert,
einige ein bisschen im mangelnden Vertrauen, vielleicht weil jemand nicht kommt, aber bitte achte auf die Warnsignale. Jetzt im Moment, ich glaube, die nächsten 8 Wochen an sich für euch, wenn ihr ein bisschen zurücktretet, wird wirklich einiges Wundervolles für euch passieren und dadurch kann auch etwas zu euch kommen. Das könnte der Richtige sein. Ja, das kann nämlich gut möglich sein, Löwekind. Ja, du bist dem Liebespartner, den du suchst, bereits begegnet. Du fühlst dich sofort angesprochen und weißt Bescheid, verstehst die Reise jetzt ein bisschen, die ich dir hier versuche zu erzählen, ja, für die ich jetzt gerade lese, für die Seelengruppe. Eine andere kleine Gruppe könnte sein, dass du, falls du Single bist, also du kannst dich trennen, das sind nur ein paar Leute hier, dass du dich trennen darfst, aber das weißt du dann auch. Achte auf die Warnsignale. Du darfst dich trennen, weil es gerade mega toxisch ist. Entweder du machst das gerade durch oder es kommt in den kommenden Wochen, Monaten, weil man dir das empfiehlt. Weil du nicht das Gefühl hast, liebenswert zu sein, also dass dein Gegenüber dich überhaupt nicht zu schätzen weiß. Und hier haben wir die Lektion schon wieder, was auch öfters kommt. Passt Live-Beziehung. Ihr habt euch schon früher gekannt. Also, die eine Gruppe ist, ihr habt euch schon früher gekannt. Ihr habt Geschichten noch von anderen Leben miteinander. Deswegen fühlst du dich auch so vertraut, ja, mit dieser Person. Es kann die richtige Person sein. Das ist die größere Gruppe, die ich lese. Aber ihr habt hier einige Geschichten, die ihr noch lernen dürft. Frauen vermutlich Bedürftigkeit, Grenzen setzen und sich wirklich sich wertvoll fühlen. Und Männer mehr in ihre Emotionen zu gehen. Und deswegen seid ihr vielleicht jetzt auch getrennt, damit ihr beides ein bisschen ausgleichen könnt. Die springt mich heute förmlich an. Gib mir Bescheid, falls es mit dem Schütze zu tun hat oder ob du vielleicht sogar Schütze in deinem Aszendenten bzw. in deiner Venus sogar hast. Für eine ganz kleine Gruppe, aber das ist fast überhaupt nicht energetisch gerade bei mir angekommen jetzt. Also es ist vielleicht nur eine Person, dass es eine karmische Lektion ist und du darfst dich verabschieden. Sehr wenige höre ich jetzt gerade. Okay. Ich würde gerne hier noch eine ziehen, ausnahmsweise. Lass mich mal gucken. Es kann natürlich auch sein, dass jetzt, wenn du Single bist, du in den kommenden Monaten jemanden aus deiner Vergangenheit, von dem du gar keine Ahnung hast, passiert nämlich jetzt auch im nächsten halben Jahr sehr, sehr viel für viele von uns im Kollektiv, dass ein Kindergartenfreund oder ein Schulfreund jetzt kommt, vielleicht sogar jetzt gerade und du weißt schon, wen ich meine und du dich fragst, könnte es diese Person sein? Für dich ist Spirit hier und sagt ja. Und es ist vielleicht, denkst du dir, es ist zu schön, um wahr zu sein. Und dann sagt dir Spirit, ja, weil du es verdienst, liebenswert. Du bist liebenswert und du verdienst es, geliebt zu werden. Ja, also, oder es kommt in den kommenden Wochen, Monaten. Ich hoffe, ich rede nicht so verwirrend. Bei den Liebe ist es immer so, dass ich so viele Ideen kriege, dass ich da wird mir schwindelig werden. Und die Chemie stimmt. Also für beide Gruppen soll ich jetzt sagen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, Single. Oder jemand, den du gerade kennengelernt hast, beziehungsweise diese On-Off, also drei Gruppen. Hier die Chemie stimmt. Was will das? Gibt deiner Beziehung eine Chance. Also es besteht eine magnetische Anziehungskraft. Aber du wirst behütet und beschützt, körperlich, emotional und energetisch. Vertraue göttlichen Umwegen. Es hat alles seinen Sinn. Es hat wirklich bei euch viel mit Vertrauen zu tun. Es hat viel mit euch, mit inneren Frieden zu tun, den ihr noch nicht habt in Bezug, zumindest ne, diejenigen, für die ich heute arbeiten darf. Und es geht darum, dass du auch verstehst, dass du wirklich es verdienst, dass du liebenswert bist und es verdienst, geliebt zu werden. Und hier sind ein paar Zeichen, die dich warnen irgendwie. Und du hörst da vielleicht noch nicht ganz zu. Sei mutig, kümmere dich um dich. Du kriegst genug himmlische Zeichen. Geh ein bisschen in deinen Ortswechsel, ja? Spirit, noch eine letzte Geschichte bitte. Für
meine Löwekinder warten. Also, vielleicht lief alles prima. Und jetzt oder in den kommenden Wochen haut die Person ab. Weiblein oder Männlein ist jetzt natürlich selbstverständlich komplett egal. Spirit sagt, mach dir keine Sorgen. Ihr habt, das ist ein bisschen Karma, ja, so Mittelalterkarte, Past-Life-Beziehung. Ihr kennt euch schon von früher, aber für mich ist es immer so ein bisschen dieses karmische Lektion, also wirklich etwas, was ihr noch nicht ausgeglichen habt, ja, noch nicht verstanden habt als Seelen und deswegen ist jetzt Rückzug angesagt, weil du etwas noch nicht verstehst und zwar, dass du liebenswert bist und dir nicht alles gefallen lassen solltest oder dein Gegenüber natürlich oder beide wahrscheinlich. Aber es könnte schon die richtige Person sein. Irgendetwas bitte für genau diese Energie. Merci. Nicht der richtige Zeitpunkt, um positiv bleiben. Ihr hattet auch beim 5D Love, beim Reading vor ein paar Tagen, gerne da reinschauen, hattet ihr auch als Feuerzeichen Erfolg, ne? Positiv bleiben. Da bleibst du in der richtigen Vibration, in Liebe, in Glaube, in Vertrauen. Dann kannst du auch das anziehen. Hier unten, da. Hier unten kannst du nichts anziehen. Ne? Und das ist so ein bisschen, glaube ich, so eure Geschichte. Löwekind, konnte ich dir ein paar kleine hilfreiche Tipps geben, Anstöße geben, dann danke ich dir dann für deinen Daumen nach oben, damit ich diese Arbeit einfach weitermache und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Merci dafür und bis bald. Tschüss.